Eine der schönsten Blätter momentan bei uns hier im Pflanzenreich, eine Efeutute, die Manjula. Ja, sie hat allerdings bei uns ganz andere Blätter ausgebildet als die, die wir damals bekommen haben, in dem Sinne von der Pflanze. Denn damals sahen sie so aus, der Schaden war schon dran gewesen. Und dann sind diese beiden Blätter jetzt herausgewachsen und die sind also wirklich wunderschön. Ja, so unterschiedlich können sich Pflanzen entwickeln, je nachdem, wo sie halt, oder ich sag's mal so, bei wem sie wachsen. Und sie bekommt schon bald ein neues Blatt. Da bin ich mal gespannt drauf, wie das sich da wieder zeigen wird. So, aber das nur ganz kurz am Rande. Wir starten heute wieder mal mit, ja, der Peperomia. Jetzt in dem Zuge mit der Watermelon. Wir haben ja unheimliche Schwierigkeiten gehabt, und falls ich noch daran erinnern kann, die Blätter wurden rissig. Ich zeige dir gleich nochmal, wie das aussieht, denn ich habe noch eine Pflanze, die tatsächlich noch so aussieht. Okay, letztens haben wir die großen gesehen, die Raketen. Und heute schauen wir uns das Städtchen an. Das ist jetzt das älteste auch. Da können wir schon bald sagen, dass es ein Bonsai ist. Ist tatsächlich so. Hier werde ich heute allerdings auch einen Blattschnitt machen, um mal ja, so ein bisschen Ordnung in die ganze Geschichte zu bringen. Und auch das werden wir gleich gemeinsam machen. In dem Zuge zeige ich euch dann jetzt die Watermelon nochmal hier in der Wasserkultur momentan noch. Jetzt hat sie sich allerdings gelegt. Man hat sehr schöne Blätter ausgebildet, muss ich sagen. Also richtig krass cool und die werden wir heute auch einpflanzen, damit sie sich mal ein bisschen, ja, einfacher, besser präsentieren kann. Bevor wir gleich durchstarten, zeige ich euch jetzt mal kurz, ja, das ganze System. Hier unten sehen wir Wurzeln tatsächlich von dem Schätzchen. Ich drehe das mal so ein bisschen, vielleicht kann man das dann etwas besser betrachten in dem Sinne, wie das ausschaut. Also sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Und dann fahren wir einmal etwas höher, damit wir sehen können, wie das Ganze hier ja, konstruiert ist. Also einfach ein Topf mit Docht, ne? Dementsprechend Selbstbewässerung, das ist ein Glas hier. Der Topf passt da genau rein. Ja, und hier schaut die Pflanze oben raus dann dementsprechend. Aber ganz wichtig, abgedunkelt, ne? Damit sich dort keine Algen drin entwickeln. Dann ist die Handhabung tatsächlich einfacher. So, bevor es gleich richtig losgeht, messe ich mir erstmal nach, was die Sache ist. Und dann, ja, könnt ihr mich gleich auch mal kurz sehen. Okay. Schubidubi, dubi, dubida, schubidubidum. So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. So, das Schöne ist, jetzt können wir mal zwei Systeme nebeneinander sehen. Und zwar einmal Do-it-yourself, Selbstbewässerung, eine richtig coole Sache. Und einmal Wasserkultur, eine noch viel coolere Tatsache. In dem Sinne. Das ist so schön anzusehen. Ich kann es jetzt leider nicht kippen, sonst fließt hier Wasser raus. Das ist, würde ich sagen, sogar noch meine Hausnummer besser, einfacher, ohne Erde. Wir haben hier Murmeln tatsächlich drin, zur Stabilität der Wurzeln, also wie die Pflanze Halt hat. Das klappt richtig genial. Da möchte ich auch gerne noch mehr mitmachen. Für den Fall, dass einer irgendwo Murmeln rumfliegen hat und sie nicht mehr braucht, weißt du, wohin damit. Okay, das mal kurz am Rande. Nein, ist schon eine krass coole Sache, wie man von der Entwicklung her immer mal wieder das System in dem Sinne verändert oder verbessert, wie auch immer man das sehen mag. Beide Varianten haben ihre Berechtigung da zu sein, ganz klarer Fall. Insbesondere, weil wir keine Erde brauchen. Definitiv, deswegen überhaupt. So, aber das nur am Rande geschwafelt. pH-Wert ist 7,6. Wow. Mikrosiemens-Wert knapp 300. Das ist okay soweit. Wir sehen, die Pflanze kommt damit aus. Sie hat jetzt nicht so große Blätter ausgebildet, wie sie eigentlich sollte. Denn im Normalfall sind die Blätter ungefähr so groß, vielleicht sogar noch ein bisschen größer tatsächlich. Hier ist es aber so, dass die Pflanze schon recht alt ist. Das heißt, also sie ist komplett durchwurzelt und hier sind auch, wir haben in dem Sinne mehrere Pflanzen drin. Und das Ganze ist einfach zu beengt in dem Sinne. Aber schön zu sehen, dass sie dadurch etwas kompakter bleibt, auch gar nicht so verkehrt. Deswegen werden wir das hier auch nicht verändern, werden das tatsächlich so lassen, wie das jetzt ist, um sie weiter zu beobachten. Allerdings werde ich heute neues Wasser ansetzen, das habe ich lange Zeit nicht mehr gemacht, und dementsprechend das einmal durchspülen auch, um den pH-Wert ein bisschen runterzubringen, denn das ist doch ein bisschen arg viel. Bei 7 ist tatsächlich bei dieser Pflanze optimal. Ein bisschen drüber ist nicht schlimm, so 7,1, 7,2, ne, oder etwas drunter, 6,9, 6,8, 6,7. Bis 6,5. Aber dann ist Ende Gelände. Denn sie mögen doch lieber einen höheren pH-Wert tatsächlich. Dann wachsen sie wesentlich besser. So, boah, ich druck's den ganzen Morgen rum. Ich habe immer wieder umgebaut hier, immer wieder was anderes hingestellt. Und ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Mittlerweile haben wir so viel zu zeigen, das ist echt der Hammer. Pass mal auf, ich habe es schon wieder weggestellt. Ich sag's dir, was ist los hier? Okay, komm, wir machen jetzt weiter. Das heißt, wir schnippeln jetzt mal ein bisschen rum und dann sehen wir mal die Struktur der Pflanze, denn auch das ist also cool anzusehen.
Ja, die kriegen wir schon mal wieder richtig zugange, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ich gucke mal, ob wir gleich noch mal einmal kurz hier reingucken können, dass wir mal sehen können, wie schön die gewachsen ist. Die steht übrigens in der Aquabotanica, mitten im Raum. Die braucht ja nicht viel Licht, ne? Das, von daher ist das richtig genial. Auch das hier, das ist also Wahnsinn. Jetzt habe ich dummerweise Belichtung auf Automatik. Nee, jetzt habe ich es auf Automatik. Ja, also es ist eine coole Sache. Definitiv. Richtig genial. Okay. Okay, dann machen wir jetzt tatsächlich einen Blattschnitt. Ich versuche jetzt im oberen Bereich die Blätter dran zu lassen. Und die drunterliegenden, die schneide ich jetzt einfach mal weg. Ich sehe gerade, ich müsste mir tatsächlich aber mal eine andere Brille aufsetzen. Das wäre vielleicht ratsam. So, dann ist das hier in der Handhabung auch wieder einfacher für mich, also von der Pflege her. Denn das ist doch so schwer mal rauszunehmen aus dem Topf. Pass mal auf, das macht so keinen Sinn für mich hier. Ich brauche eine andere Brille. So. So ist das, ne? Wenn du alt wirst, machst du nichts, ne? Okay. Ja, ist schon schön anzusehen, ne? Wie sich das Ganze entwickelt, wenn dann dementsprechend einfach die Parameter besser passen in dem Sinne, ne? Also ist schon enorm, muss ich sagen. So, pass mal auf, ich glaube, das wird zu lange dauern für euch hier. Wo kommt der denn hin? Wo geht der denn her? Wo kommt der denn hin? Wo geht der denn her? Da. Den muss ich auch abnehmen, weil das alles ineinander gekreuzt ist hier, verwurstelt. Alter Schwede. So, pass mal auf. Nee, brauchst nicht aufpassen. Ich muss das doch hier in Ruhe machen, weil das ist so ein Gewurstel. Da möchte ich mir jetzt nichts unnötig zerpflücken. Von daher muss ich da genau gucken und dementsprechend sehen wir gleich dann das Ergebnis, wie es aussieht. Und das ist schon krass cool anzusehen. Wenn ich überlege, wie lange wir die Pflanze schon haben, ja, das ist schon der Hammer. Schön ist etwas anderes, aber ich habe sie gelichtet und dementsprechend kann sie jetzt ein bisschen ordentlicher nach oben herauswachsen, als wenn hier alles so kreuz und quer durcheinander wächst. Aber was soll's, es ist schon ein altes Schätzchen und von daher ist sie auf jeden Fall auf einem guten Wege hier und die werden wir jetzt durchspülen tatsächlich auch gleich. Das machen wir auch gemeinsam. Und zwar nehmen wir 500 Milliliter Leitungswasser, hat bei uns 500 Mikrosiemens etwa, 1500 Milliliter reines Wasser und das Ganze aufgedüngt auf 450 Mikrosiemens. Mal auf, das machen wir jetzt in einem Rutsch hier, was soll ich hier lange rumhampeln, ey. Dann spülen wir das jetzt einmal durch mit der Lösung. Und ganz wichtig, wissen wir jetzt schon, ne, ab und zu dann halt auch mal ein bisschen Leitungswasser reingießen, aber auch nicht zu oft, ne? Das ist auch schon ganz wichtig. Und vor allen Dingen auch hier die Selbstbewässerung. Man fährt besser, wenn man die nicht komplett befüllt, sondern nur ein bisschen und dann lieber öfter mal nachgießt, ne? Ist tatsächlich besser. Die Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine gute Lösung, wenn man jetzt tatsächlich in Urlaub fährt. Dann kannst du das Ding vollballern bis oben hin. Dann fährst du 2 Wochen weg oder 3 Wochen von mir aus und dann hast du Ruhe. Da brauchst du keine Angst haben, dass deine Pflanzen vertrocknen. Und gegebenenfalls, wenn du nach Hause kommst, Wasser raus, einmal durchspülen und dementsprechend dann wieder normal gießen und düngen in dem Sinne. Das ist schon ganz wichtig, dass wir so nicht lange Zeit in dieser Pampe hier stehen lassen. So, einmal rühren hier. So, okay. Ja, das war's zu dem Schätzchen hier. Komm, einen kleinen Schluck kriegt er noch, damit er nicht in 3 Tagen trocken ist. Das soll ja auch nicht passieren, ne? So, wohl, reicht, komm. Mehr packen wir gar nicht da unten rein. Dann wird das wieder abgedunkelt. Und in dem Zuge zeige ich euch jetzt mal eine Pflanze, dessen Bild du vielleicht selber auch zu Hause schon mal gehabt hast. Deswegen zeige ich es jetzt mal. Wir haben ja letztes Mal gesehen, wie es läuft, wie es funktioniert. Und jetzt sehen wir halt heute, wie es eben nicht funktioniert. Ja, die Peperomia Raindrop. Jo, sieht schick aus, ne? Risse in den Blättern und sehr kleinen, dünnen Austrieb. Sehr kleine Blätter. Das ist dem geschuldet, die Pflanze kriegt sehr wenig Licht. Die steht hinten bei uns an der Fensterbank. Gegenüberliegend, da ist ja momentan immer noch die Beleuchtung im Eimer. Aber da kann ich jetzt beobachten, wie die Pflanzen darauf reagieren. Deswegen gucke ich da erstmal. Weil wir wollen ja hier was lernen. Das bringt nichts, wenn alles optimal ist. Von daher gucke ich mal, wie das dann ist, wenn nicht optimal Licht da ist. Und das sieht dann halt so aus. Wie die Werte aussehen, weiß ich noch nicht. Ich würde sagen, da gucken wir jetzt auch mal nach. In dem Zuge, wie das ausschaut. So, wo habe ich jetzt mein Pyramis-Gerät? Okay. Ah, ich sehe es schon. So, Mikrosiemens haben wir drin, 530. Das ist soweit okay, ist also nicht überversorgt, auch nicht unterversorgt. Das ist ganz gut so. So viel Futter brauchen die gar nicht. So, dann stellen wir den mal rein hier und mal gucken, ob wir gleich schon was ermitteln können. Allerdings habe ich hier,
Sagst du. Ja, so ist das, wenn ein Parameter sich verändert. Wenig Licht, was passiert dann? Was passiert dann? Die Pflanze kann nichts ordentlich aufnehmen und das heißt, dementsprechend verändern sich die Wasserparameter ganz anders, als wir das bisher schon kennen. Ja, das ist jetzt mal sehr interessant, muss ich sagen. Ich lasse es noch einen Moment stehen, damit wir das auch komplett mitnehmen können hier. Ja, siehst du wohl, ne? Es geht auch andersrum. Alles geht tatsächlich auch andersherum. Ja, so ist das. Ich mache mal nochmal an hier. Ich hatte erst eine Pause gemacht, damit er sich einpendeln kann hier. Und wir dann sehen können, was Tatsache gegeben ist. Also 8, gut 8,5. Das ist schon ziemlich heavy, muss ich sagen. Ein Faktor passt nicht und schon sind die ganzen Komponenten komplett durcheinander. Das sieht ganz anders aus. So, als allererstes müssen wir jetzt natürlich mal das Töpfchen ein bisschen reinigen, würde ich sagen. Ja, das ist mal was ganz Neues, ne? Ist so. Aber gut, dass man das auch mitnehmen kann, ne? Da denkst du so, der Pflanze geht es nicht gut, dann gebe ich einfach ab und zu mal einen Schluck Leitungswasser rein und dann geht es ihr besser. Ne, wie wir das ja eigentlich schon kennen auch. Und tatsächlich passiert alles andersrum. Es geht der Pflanze noch schlechter. Ne? So viel zum Thema Licht. So, okay, also, wie helfen wir der Pflanze jetzt? Wir brauchen Wasser und zwar reines Wasser. Bei uns aus Osmosewasser kannst du auch entmineralisiertes, destilliertes Wasser nehmen. Ja, so ist das, ne? Das geht jetzt auch nicht sofort auf einmal. Also nicht, dass du denkst, jetzt spülen wir es einmal durch und dann sind wir fertig. Nein, aber das kann ich jetzt nicht komplett zeigen, weil das dauert länger, das Ganze. Wieso, weshalb, warum? So, wir geben schon mal Dünger dazu. Auch hier den Compo Complete. Erstmal eine geringe Menge, 0,5 Milliliter. Warum? Weil das auch nochmal den pH-Wert runterbringt. So, hier kommt jetzt also auch kein Kalk bei oder so, weil bei so einem hohen pH-Wert, lassen wir das mal lieber, ne? Besser ist das. Ach so, ist das, ne? Es kann also auch andersrum gehen. So, dann checken wir mal kurz den Mikrosiemens-Wert. Das ist wichtig, pH-Wert erstmal nicht. So, 330 Mikrosiemens, das ist okay soweit. Klartext. Jetzt spüren wir die Klamotte einmal durch nicht, sondern ja doch schon. Aber nicht so, dass man, ja wie soll ich sagen, dass man es wieder rausnimmt. Das meine ich. Das heißt, wir gießen das Ganze voll. Fluten das auch komplett. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass es mir gleich hier nicht überläuft. Ich sehe nämlich gerade noch nichts. Jetzt kommt der Wasserstandsanzeiger nach oben und jetzt füllen wir einfach noch weiter hier, bis das Ganze wirklich geflutet ist, damit alle Inhaltsstoffe sich lösen aus dem Substrat. Auch so, jetzt haben wir es geflutet. Das ist okay soweit. Brumm, brumm. Ja, mehr können wir jetzt nicht machen. Das lasse ich jetzt bis morgen stehen. Dann gieße ich den Kram raus und werde dann nochmal nachmessen. Also einfach ein bisschen nochmal durchgießen, nochmal nachmessen. Wenn das dann okay ist, ist es okay. Wenn nicht, dann mache ich das Ganze nochmal. Also auch hier sieht man, es geht nicht Pi mal Daumen. Definitiv. So. Ja, so kann es gehen. Okay, schön, dass wir es auch mal mitgenommen haben. Wie gesagt, es kann nicht alles glatt laufen. Aber das ist hier das Gute hier, dass wir das mitnehmen können, wie das dann tatsächlich aussieht. Okay, also kriege ich das Schätzchen jetzt erstmal wieder Licht, würde ich sagen, ne? Also nicht mehr ins Dunkle. Aber da bin ich aber gespannt, was noch so auftreten wird bei den Pflanzen, die jetzt nicht ganz so viel Licht bekommen. Es ist zwar hell hier im Raum, ne? Aber die haben keine direkte Zusatzbeleuchtung und Fenster sind, also Jalousien sind zu. Also von daher, ja, hat sich das bei der Pflanze jetzt so gezeigt. Okay. Kommen wir jetzt zum Einpflanzen, damit wir dann mal langsam wieder vorwärts kommen hier. So, jetzt sind hier aber einige Dinger drin, sehe ich gerade. Mal gucken, wie ich die ein bisschen auseinander kriege. Das wird wohl nicht ganz so einfach sein. Das heißt im Klartext, ich muss alles zusammen reinpflanzen. Ja, das geht nicht anders. Ist so wie es ist, ist dann jetzt aber auch nicht ganz so tragisch. So, kleines Töpfchen. Besser ist das, ne? Nicht zu groß die Töpfchen wählen. Warte mal, ich drehe mal eben andersrum, dass er nicht flach auf dem Boden aufliegt. Das Loch sollte nicht zu sein, ne? So, dann nehmen wir unser mineralisches Substrat wieder. Mal gucken, wie ich die jetzt halten kann hier. Und das Vulcatec. Vulcaflor von Vulcatec. So, gemischt mit Ceramis, drei Teile Vulcatec, ein Teil Ceramis. So, das sollte ausreichend sein. Jetzt müssen wir sofort Wasser hinterher. Moment, jetzt habe ich die Gießkanne verkehrt hingestellt. Beziehungsweise ich habe das hier in der verkehrten Hand. Hör mal auf. Mal bücken, so. Jawohl, geht auch wunderbar. Okay, dann Wassermarsch und auch hier wieder durchspülen. Besser ist das. So, flupp, bupp, siehst du wohl.
Jetzt steht allerdings noch nicht richtig gerade. Wir müssen den eigentlich tiefer einpflanzen. Nochmal auf. Eigentlich. Eigentlich, eigentlich. So, ich muss mal eben festhalten. 1, 2, 3. So. Wasser raus. Mal hinstellen. Ja, der hat auch zu wenig Licht bekommen. Ist definitiv so. Der stand auch da hinten auf dem Tisch. Also siehst schon an, dann wird das Ganze ein bisschen wabbelig und schwabbelig. Also kriegt er auf jeden Fall jetzt auch wieder mehr Licht. Ich muss ihn aber irgendwie ein bisschen stützen, damit er mir nicht hier so schräg runter wächst. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Ne? Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Warte mal, kriege ich das so hin? Ich versuche es einfach mal. Ja, siehst du wohl. Einmal zwecks entfremdet und alles wieder okay. So, jetzt kommt auch sein Untersetzer. Und bekommt, wie gesagt, etwas mehr Licht. Besser ist er nicht gekommen. Dann schmeiße ich gleich noch was runter hier. So, hier hat man übrigens einen Becher drin stehen. Das ist dann einfacher, ein bisschen stabiler steht das Ganze dann. Das sind so Kaffeeweißer-Dosen sind das. Coole Sache. Was man sich nicht alles behelfen kann. So, okay, dann haben wir das jetzt aber erstmal durch. Okay, die nehmen wir noch mit. Hier haben wir pH-Wert tatsächlich von 7,4. Ich hatte es allerdings auch letztens mit Leitungswasser gegossen. Das heißt, ne, aufpassen, dass wir da nicht zu hoch kommen. Ist schon ganz wichtig. Aber ansonsten sehen die richtig schön knackig aus hier. Im Wasser tatsächlich auch. Ich meine, für den, der das noch nie gesehen hat, ich hole das mal raus hier. Ne, das läuft also richtig gut tatsächlich. Richtig klasse. Aber die bekommen auch wesentlich mehr Licht. Und dementsprechend sehen sie auch wesentlich kräftiger aus. So, okay, dann kommen wir jetzt zu noch etwas. Und zwar, kannst du schon sehen, Basilikum. So, den möchte ich heute unbedingt einpflanzen. Es wird höchste Eisenbahn. Der hockt da hier zusammen mit den Orchideen, mit den Juwel-Orchideen. Die nehme ich jetzt schon, mache ich das Ganze raus hier, ist am einfachsten. Ne? Also die sind sehr gut bewurzelt, muss ich sagen. Richtig klasse. So, nehme ich die Juwel-Orchideen mal bald weg. Die haben auch schon Würzelchen. Die werden wir bald ins Phagnummoos pflanzen. Ich denke mal die nächsten Tage auf jeden Fall, auch gemeinsam. So, hoffen wir mir nichts ab. Ja, sind die zusammengewachsen? Das ist ja mein Ding, die sind zusammengewachsen. Heavy. So, die Frage, wer hält hier wen fest? Ich gehe davon aus, dass die Orchidee tatsächlich, jo, Tatsache, die hält die Wurzeln fest. So, jetzt habe ich eine abgerissen mit. Oh, das ist auch ein Ding, ne? Was die pflanzen können, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. So, muss gleich ein bisschen Wasser nachfüllen. So, dann haben wir sie schon mal raus und dann pflanzen wir sie ein. Wir pflanzen auch alle drei zusammen ein. Das war auch so ein, ja, ein Projekt, weil man kann ja nichts wegschmeißen. Ne? Hier haben wir diesen Blütentrieb tatsächlich. Der hat auch nicht ganz so viele Wurzeln gemacht, muss ich sagen. Hier ist jetzt aber auch kein Triebwachstum mehr zu sehen. Ja, also hier kommen keine Blätter in dem Sinne, sondern ist jetzt wirklich nur der Blütentrieb hier, den wir reingestellt haben. Pass mal auf, ich behalte ihn trotzdem. Komm, den stelle ich mal kurz bei den Orchideen mit dabei und die pflanzen wir jetzt ein. Und damit du siehst, dass bei uns auch Sachen in Kokoserde wachsen, nehmen wir Kokoserde. Ich habe die Kokoserde getrocknet und dementsprechend kann ich sie tatsächlich auch lagern und ja, so verwenden, wie ich sie dann dementsprechend brauche. Das ist dann auch nochmal eine Nummer einfacher. Dann schimmelt die nämlich nicht und es bilden sich keine Pilze drin. Ne? Allerdings müssen wir jetzt natürlich dafür sorgen, dass wir sofort hier Wasser rankriegen an die ganze Geschichte. Denn ansonsten kippe ich das denn jetzt hin. Ach komm, ich kippe es oben drauf, kann ja wieder antrocknen. Okay. Ganz wichtig, Wasser, Wasser. Jetzt gießen wir hier noch nicht die 1000er Variante. Wir wissen schon, Basilikum ist ein Starkzehrer. Ne? Wir nehmen trotzdem erstmal die 500er Variante zum Eingewöhnen. Ne? Das erstmal noch ordentlich Wurzeln machen. Und wenn wir sehen, dass irgendeine Mangelerscheinung auftritt, dann werden die Blätter ein bisschen heller, ne? Gelber in dem Sinne. Dann düngen wir dementsprechend auch kräftiger. Jetzt müsste ich den aber auf den Untersetzer irgendwo stellen, damit er mir nicht bitte, Moment, Cut. Jetzt hat er schätzen erstmal einen Untersetzer. Ist schon heftig, wie viel Wasser hier gesogen wird tatsächlich von dem von der Kokoserde, wenn die getrocknet ist. Ne? Bis die sich richtig voll gesogen hat, das dauert ein bisschen. Von daher, pass mal auf, ich mache so, ich gebe das jetzt mal hier unten rein, dann läuft mir nichts über. Mache das mal so einigermaßen voll und dann kann er sich erstmal voll saugen. Und den Rest gieße ich dann nachher wieder raus, dass er nicht in der Matschepampe steht erstmal. So, hier habe ich die Kokoserde übrigens drin. Wie gesagt, die ist getrocknet. Ne? Und den Behälter auch offen stehen lassen, nicht zumachen. Es kann nämlich immer noch eine Restfeucht drin sein. Und die kondensiert dann an der Wand oder am Deckel tatsächlich. Ne? Und dann hast du ratzfatz auch hier wieder Schimmelbildung oder Pilze oder sonst irgendwas. Das ist also schon ganz wichtig, dass man die, wenn man sie ne, sofort braucht, erstmal trocknen. So, okay. Was machen wir jetzt? Wenn wir die Kokoserde schon hier stehen haben, dann machen wir damit gleich weiter. Und zwar haben wir die Juwel-Orchidee, die wir bewurzelt haben. Das waren damals Kopfstecklinge gewesen. Haben sich prächtig entwickelt.
Wie es da jetzt drin aussieht und was, weiß ich gerade nicht. Ist mir jetzt aber auch nicht ganz so wichtig. Hier sind neue Wurzeln, schöne weiße Wurzeln. Hier unten sind auch lauter Babys rausgewachsen. Hör mal auf, wir werden die Klamotte einfach so tatsächlich einpflanzen. Das heißt, die Babys kommen so ein bisschen mit in die Erde. Das kann ich jetzt leider nicht ändern, weil ansonsten würde die Pflanze oben aufstehen. Und das wäre ja gar nicht gut. Ne? Von daher nehme ich da jetzt keine Rücksicht drauf. So, sofort angießen, ganz wichtig, ne? Denn die Erde ist ja trocken. Nicht vergessen. So, jetzt, ja, okay, pass mal auf. Ich plöder hier aber auch immer rum jetzt die Zeit. Ich dachte, also wo ist das, ne? Wenn du es gewohnt bist, mit mineralischem Substrat zu arbeiten und dann jetzt plötzlich wieder mit Kokoserde. Und bei so kleinen Dingern ist halt immer so eine Sache, ne? Ist das nicht ganz so einfach, aber das heißt nicht, dass es nicht geht. Ne? Aber jetzt weiß ich auch wenigstens, wie ihr euch fühlt, wenn ihr sowas zum ersten Mal macht. In dem Sinne, so, brauchen wir gleich den Untersetzer. Dann kann ich den wieder wegnehmen hier und dann gieße ich jetzt nach und dann kann er sich vollsaugen tatsächlich auch. Ja, und dann können wir jetzt mal sehen, wie so Juwelorchideen dann in der Kokoserde zu halten sind, wie das so funktioniert. Ja, okay, so schnell geht das. Und wie gesagt, ne, nicht abdecken, ganz wichtig, da muss Luft dran kommen. Das war jetzt mal sehr interessant. pH-Wert 7,2, Mikrosiemens-Wert 1300 in dem Wasser, wo die, die Stiefblattbegonie drin stand. Ja, interessant, muss ich sagen. Okay, nehme ich einfach so mit. Auf jeden Fall geht es ja gut. So, dann kommen wir jetzt zu dem Projekt hier, die Pilea peperomioides in der Holzkohle. Hier hatten wir Wasserstoffperoxid durchgegossen mit der 3 Milliliter Lösung, die wir dazugegeben haben zu 1 Liter Wasser, reinem Wasser. Ich habe gerade gemessen, pH-Wert liegt jetzt hier bei 7,6 und Mikrosiemenswert bei 300. Und in dem Zuge werde ich das heute nochmal machen. Ja, mit dem Wasserstoffperoxid. Das setze ich mal eben an, weil ich möchte das jetzt ausexperimentieren, wann tatsächlich too much ist. Bei der letzten Konzentration haben wir so kein, ja, irgendwie was entdecken können, dass irgendwie was passiert. Achso, warte mal, die eine Pflanze gucken wir uns gleich auch nochmal an, ganz kurz dann. So, nehmen wir jetzt unser Wasserstoffperoxid hier. Gießen das in so ein kleines Schälchen rein. Okay, dann nehmen wir heute 5 Milliliter. Letztes Mal hatten wir 3. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal ganz enthöher. Also 5 Milliliter. Und das kommt jetzt auf 1 Liter Osmosewasser hier. Allerdings werden wir diesmal das Ganze aufdüngen, damit die Pflanze auch Nährstoffe bekommt. Das bringt ja nichts, wenn ich jetzt nur mit dem reinen Wasser da das handhabe, sondern müssen schon Nährstoffe auch reinbekommen. Die Pflanze soll ja nicht verhungern. Hinterher geht sie kaputt, weil sie nichts zu futtern kriegt. Ne? Ja, so ist das. So, wie viel gehen wir rein? Ich würde sagen, wir gehen mal auf 1 Milliliter. Jetzt haben wir kein Leitungswasser drin, das könnte passen. Passen wir auf. Ja, wir geben mal 1 Milliliter rein von Compo Complete. Dann rühren wir das Ganze jetzt mal um. Ha! Weiß Bescheid, ne? Da rühren wir jetzt um. Jetzt habe ich meinen Stab gar nicht mehr hier. Pass mal auf, dann machen wir das mal justus anders. Ich habe hier die Dinger noch hängen. Dann machen wir das hier mit einfach mal. So, dann rühren wir damit um. Geht auch, ne? Aber ich habe noch mehr Pikierstäbe, ne? Das war jetzt nicht mein einziger. Ich habe sogar noch einen aus Holz, habe ich mal geschenkt bekommen. Ganz tolles Ding, aber ich bin so... Sorry. Ich möchte ihn eigentlich nicht... ich sag's mal gebrauchen, weil der ist so hübsch. So, Mikrosiemens messen, ganz wichtig für mich hier und für euch dementsprechend auch. Ja, siehst du wohl, passt doch wunderbar. Wir sind bei 450 Mikrosiemens. Das ist okay soweit. So, jo, dann machen wir das jetzt einfach mal. Ne? Ich bin gerade am Überlegen, ob wir ihn auch durchspülen. Das machen wir auch, pass mal auf. Vorsichtig hiermit. Das machen wir auch. Dann mache ich das 2-3 Mal tatsächlich. So, einmal hier drüber, direkt über die Oberfläche. Nicht zu viel auf einmal, sonst ist gleich der Untersetzer sofort voll. Da bin ich mal gespannt jetzt, wie die Pflanze darauf reagiert. Ja, das ist noch Experiment alles hier, ne? Aber nichtsdestotrotz macht sowas richtig viel Spaß, muss ich sagen. So, stelle ich dich dann hin, hier an deinen Stammplatz. Okay. So, dann gieße ich das einmal raus hier. Das ist hier jetzt mehr oder weniger was für, ja, für die Leute, die das wirklich interessiert. Ne? Lol. Ja, sonst bräuchte ich eigentlich gar nicht gucken, wenn dich sowas gar nicht interessiert hier. Ist so. Wir machen immer wieder mal neue Sachen in dem Sinne. Und ich habe keine Angst, wenn die mir hops geht hier. Da habe ich echt kein Problem mit. Denn ich kann mir jederzeit neu machen und wir haben noch ganz viele davon. Ja, von daher ist das also jetzt nicht das große Problem. So, jetzt haben wir gleich zu viel drin. So.
raus, die Suppe. Und dann gieße ich noch mal einen Schluck rein hier. Schade, dass wir jetzt schon so spät haben. Das hätte ich eigentlich als erstes machen sollen. Wir haben es nämlich jetzt schon gleich 3:30. Alter Schwede. Aber kein Problem, ich habe heute lange geschlafen. Ausnahmsweise mal. Kind ist jetzt auch zu Hause und von daher darf der Papa dann auch mal ein bisschen länger schlafen. Da die Filme sowieso erst am nächsten Tag ongehen. Ist halt alle halb so wild, ne? Kleinen Schluck noch. Komm, kleinen Schluck noch. Dann sollte das reichen. So, ich werde trotz alledem gleich mal nachmessen, wie das aussieht. Besser ist das. Das war schon mal ein, ja, einen Ausgangswert haben im Prinzip. So, wir haben jetzt 500 Mikrosiemens. Wisst ihr wohl, das sieht doch schon mal ganz gut aus. pH-Wert checken wir auch nochmal, obwohl das noch nicht ganz so relevant ist. Aber ist so, wie es ist, ne? Wir nehmen es trotzdem schon mal mit. So, kann ich dich jetzt einfach hier dran lehnen, ohne dass du mir runterfällst hier. So, dann bin ich mal gespannt, wie der pH-Wert sich einpendelt hier. So, das heißt, Klartex, ich kann auf jeden Fall... Oh, das ist schön. Oh, das ist sehr schön. Das ist sogar sehr, sehr gut. Okay, nehmen wir gleich mit. Und das heißt, wir müssen dann morgen aber auf jeden Fall ein Update davon machen. Ne, dass wir sehen, ob die Pflanze noch lebt und wie die Parameter dann aussehen. Ja, okay, also mit Wasserstoffperoxid matschen wir weiter rum. Aber ich zeige euch das jetzt nicht immer, so ab und zu wie heute mal. Okay. Und dieses Mal kann ich sogar eine Reaktion sehen. Das heißt, hier entstehen tatsächlich Bläschen. Ich lasse das jetzt auch hier drin stehen im Anstau, um zu sehen, welche Reaktion dort stattfindet. So, die Zwergblattfahne, da hatten wir letztes Mal nur nachgefüllt. Dieses Mal habe ich das Wasser komplett rausgegossen. Und auch das Schätzchen werde ich damit befüllen und das Ganze beobachten, was da passiert. Weil das ist doch recht interessant, muss ich sagen. In erster Linie geht es darum, halt, ja, das Wasser clean zu halten, sauber, algenfrei, ne, und Sauerstoff reinzukriegen. Wobei das hier, der Sauerstoff jetzt nicht für ewig drin bleibt, dann, sondern so 24, 48 Stunden ungefähr. Das muss man ja auch nicht ständig machen, aber so ab und zu mal, um die Klamotten clean zu halten. Moment, jetzt hätte ich es fast vergessen. Um die Klamotten clean zu halten, dann nehmen wir den nämlich jetzt auch hier. Pass mal auf, das ist die Orchidee, die Phalaenopsis. Da hatten wir auch schon mal, ja, in geringer Dosis das Ganze gemacht. Und das werden wir heute dann dementsprechend auch mit der vollen Dosis mal machen. Sie hat nicht gelitten. Die Wurzeln sehen gut aus, nach wie vor schön kräftig grün. Aber nach wie vor ist noch so ein bisschen Schmand hier drin, so Algen, die sich mal entwickelt haben. Es hat also noch nicht richtig reagiert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt also auch hier gießen wir das Ganze wieder mit dem Wasserstoffperoxid dann. Mit der 5 Milliliter, ach komm, kleinen Schluck mehr, mit der 5 Milliliter Dosis. Also ich bin mal gespannt, was uns das bringen könnte im Laufe der Zeit. Ne? Wie gesagt, das ist so eine Sache, die man nicht ständig anwenden muss, so ab und zu. Ne? Kehren muss, insbesondere jetzt noch nicht, warte ab, bis wir hier ausreichend Erfahrung gesammelt haben. Ne? So, ein bisschen eine Reaktion auftritt, das wird ein paar Minuten dauern. Ich werde es abfilmen, aber nicht jetzt mehr zeigen, weil ich muss Feuer machen. So, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanze. Meine Lieben, es geht munter fröhlich weiter, auch wenn das eine oder andere für den einen oder anderen vielleicht zu viel ist. Aber ich bin ganz ehrlich, für mich ist es nie zu viel. Im Gegenteil. Ich komme ständig auf neue Ideen und möchte immer wieder was Neues ausprobieren. Aber es geht nicht so viel auf einmal. So, hier haben wir dann die Zwergblattfahne nochmal, die wir da auch mit geflutet haben tatsächlich. Das Wasser ist wieder richtig schön geworden. Das Glas ist nicht rein in dem Sinne, aber die Algen sind tatsächlich verschwunden. Und das Gleiche haben wir auch, warte mal, da gehe ich jetzt mal eben noch auf die andere Seite, tatsächlich auch bei der anderen Pflanze in den Becherchen. Weil auch das funktioniert tatsächlich. Ich muss ein bisschen Platz machen hier, damit ich da dran komme. Auf jeden Fall ist das eine coole, ja, doch coole Thematik. Ne? So können wir tatsächlich das eine vom anderen mitnehmen. Ne? Von der Aquaristik dann hierhin und von hier in die Aquaristik. So, ich zeige mal eben, wie das jetzt aussieht. Da war ja eine ganz grüne Suppe. Das sieht jetzt so aus. Das ist schon mal ganz okay, muss ich sagen. Und auch hier haben die Wurzeln tatsächlich nicht gelitten. Im Gegenteil, das sieht also richtig gut aus. Ne? Aber ein bisschen grün ist noch, also war auch hier die Konzentration zu gering. Das heißt, auch hier werde ich das gleich nochmal dementsprechend dann machen. Also Wasser raus und dann dementsprechend auffüllen, wie wir es jetzt bei den anderen auch gemacht haben. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Und in dem Sinne, ja, lasst es wachsen und experimentiert ruhig selber, aber bitte nicht an euren guten Pflanzen, sondern macht euch Steckis oder was auch immer, zieht die ein bisschen groß und damit kannst du experimentieren. Wenn die hops gehen, ist nicht ganz so tragisch und da lernst du tatsächlich das meiste daraus, genauso wie ich auch hier. Okay, yippie, yippie.